Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir wieder mal hier in Time auf dem play.gmail.de Server und es geht gleich los. Mal gucken. 2 Minuten 20. Der Villager hat hier wahrscheinlich nur Crap. Ja. War nicht anders. Ah, Dreck! Mist! Ach, komm. Komm. Alte Sticks und 2 Dias. Hätte ich mir jetzt auf jeden Fall gekauft. Ich nehme die Sticks hier mit. Und dann spekuliere ich mal wieder ein bisschen. Na gut, hier wird keiner. Kann ich mir nicht mehr leisten, leider. Aber ist auch egal. Okay, der Typ hat hier noch Waffen. Ach komm. Dann scheiß auf die Sticks, die ich mir gekauft habe. Natürlich lieber den Lagger hier. Ein Dia-Schwert. Das hätte ich ganz gern. Danke. Ich würde gern ihn hier killen. Okay. Niemand hinter mir. Ich sollte was essen. Und ich brauche auch mehr Essen insgesamt. Weil sonst sieht's übel aus. Ich nehme mir mal den Kompass hier mit. Okay, er hat Essen. Relativ viel Crap essen. Ups. Aber ich denke, das passt erstmal. Finde ich voll scheiße, dass sie Ofenkartoffeln von 3 Hungerkeulen auf 2,5 gemacht haben. Ich renne mal ihm hier hinterher. Meine Crips ist auf jeden Fall nicht so schlecht jetzt. Vor allem durch das Tierschwert. Snowball HD. Dann weg, ohne zu wissen, welche Waffe ich habe. Vielleicht hat er auch keine. Na, mal gucken. Okay, er hat eine Waffe. Er rennt trotzdem weg. Na. Ein Hit gegeben. Da kommt noch einer von links. Ach komm, ganz ehrlich. Ey, sieht mir nach einem besseren Opfer aus. Okay. Okay, er will auch noch. Ohne Rüstung ist es natürlich schwer, gegen die er schwer zu bestehen. Eisenschüchchen hat er gehabt. Es gibt jetzt Zeit in der Mitte. Regen. Ist auf jeden Fall ordentlich. Gucken. Goldene Karotten. Hab ich auch noch mit. Und dann. Gut, er hat auch nichts wirklich Gutes. Dann gehe ich jetzt mal in die Mitte. Oder? Ah, ich gehe mal zu ihm hier. Noch habe ich keinen Zeitmangel. Okay, er hat einen Eisenbruchspanzer. Hätte ich ganz gern. Habe ich nicht gesehen. Und dann war es das für ihn an dieser Stelle. Er hat Eisenhose, kostet aber zu viel. Für einen Heimrüstungspunkt mehr lohnt sich das auf gar keinen Fall und leisten hätte ich es mir auch nicht können. Bist du für Teammann for Arena zuständig? Kann ich gerade leider nicht antworten. Okay, er bestimmt Instant Damage für so eine Scheiße. Oder auch nicht. Ich kann ihm hinterher rennen, ich habe noch genug Zeit. Ich frage mich, wie viel Zeit er hat. Da kann ich jetzt erstmal getrost hinterherlaufen. Ich habe darauf spekuliert, dass er mich in der Luft wegschubsen kann, damit ich nicht ins Wasser fliege. Nette Idee. Er wird da hochklettern, oder? Er hat jetzt auf jeden Fall ein bisschen Abstand gewonnen, dadurch, dass ich gerade ein paar Mal im Wasser hängen geblieben bin. Er hat was gegessen. Ich brauche noch nicht unbedingt was essen. Da kommt er nicht so schnell weg. Wenn ich nicht dauernd hängen bleiben würde. Hier kommt er nicht so schnell weg. Ja. An der Stelle hier hänge ich auch schon relativ oft. Da muss man Folgendes machen. Hier hin, dann kann man hier eigentlich relativ geschmeidig hochgehen. Den Fehler habe ich leider auch schon zu oft gemacht. Okay, Kuchen.
Sonst hat er auch nichts Sinnvolles dabei. Ja, gut, passt, würde ich sagen. Ich mach mal so hier. Drei Leute leben nur noch. Der Snowball HD auch. Relativ OP equipped. 2 Minuten Zeit habe ich nur noch. Achso, ich sollte vielleicht auch mal im Kompass gucken. Der scheint am Spawn zu sein. Nee, nicht ganz. Okay, die sind beieinander. Die kommen. Ah. Okay, die sind auch beide nicht relativ. Nicht relativ, relativ hätte ich mir jetzt auch sparen können. Die beiden sind auch nicht gut equipped. Jetzt abstauben, aber. Na, den sollte ich eigentlich bekommen. Und da habe ich ihn. GG. Achso, ich bin genickt. Zur Abwechslung mal. Aber na gut. Ein Level. Wo haben wir das denn her? Egal. Da würde ich sagen, das war's mit dieser Runde. Und wir spielen noch eine Runde. Und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, und weiter geht's. Und weil jemand mal gefragt hat, ich bin erstaunlicherweise Platz 14 in Endtime. Was ich relativ krass finde, dafür, dass ich eigentlich nicht wirklich oft spiele. Keine Ahnung, vielleicht 3 Spiele am Tag oder so, weniger. Oder ein bisschen mehr. Okay, ich brauche auf jeden Fall eine Waffe. Nehmen wir mal die hier. Was war das hier für ein Villager gerade? Ah, da war gar keiner drin, lol. Ich dachte gerade, da wäre einer drin gewesen. Oder war das woanders? Egal. Auf jeden Fall brauche ich noch was zu essen. Der hier was zu essen, aber ich glaube, der wird leer gekauft sein. Er ist gestorben. Er hier schlägt mit der Hand ein bisschen rum. Kann man auch machen. Ihn abgestaubt. Wo ist er jetzt abgestaubt? Ein Dia-Schwert. Halbes Herz überlebt. Das war ein bisschen knapp. Sieht man mal, wie OP so eine starke Waffe einfach ist. Selbst wenn man keine Rüstung hat, wenn man so eine Waffe hat, kann man fast jeden töten, wenn ihm eine Kombo gibt. Habe ich richtig Glück gehabt gerade. Helm hat aber auch nicht gehabt. Ich sollte den Kompass in die Hotbar nehmen. So. Wer kauft sich Spider-Eis? Bringen halben. Eine halbe Hungerkeule und vergiften einen dann. Eigentlich unbrauchbar. Okay, ja gut. Eine Waffe brauche ich jetzt nicht mehr. Essen habe ich eigentlich auch genug. Potions wäre noch ganz nett, wie er hier. Hat Schwäche. Komm, nehmen wir mal so eine mit. Das Einzige, was ich mir eigentlich an Potions immer gern kaufe, ist Instant Damage 1 oder 2 und Instant Health 2. Okay, das war's mit ihm. Hat er sich mit dem Bogen ein bisschen verschätzt. 6 Pfeile, ordentlich. Helm hat er gehabt. So. Sonst noch irgendwas Gutes. Kettenhose hat er nicht gehabt. Wir haben auf jeden Fall noch viel Zeit. Hat er noch irgendwas Sinnvolles? Komm. Gehe ich mal vom Essen her auf Nummer sicher. Mal schauen, wo der nächste ist. Instant Health. Health. Dann sollten wir ihn hier auch killen können, unabhängig von seiner Rüstung. Und er hat eine schöne Eisenhose für uns. Er hatte keine Waffe, ne? Ja. Ist natürlich auch scheiße. So, können uns noch ein zweites Dia-Schwert craften. Theoretisch. Aber das brauchen wir ja nicht. Was wir uns aber craften können. Was mir jetzt auffällt. Wir haben keinen Flint, ne? Lohnt sich nicht. Ich habe jetzt keinen Bock auf Flint zu spekulieren, dass ich hier noch irgendwo finde. Und dafür jetzt über 1/2 Minute rauszuhauen. Okay. Fisch. PH. Den haben wir hier. Auch einen Bogen.
Ich tue jetzt mal so, als wäre ich ein bisschen low und würde wegrennen. Das ist immer saukrass, finde ich. Dieses Umdrehen und dann drauf hin Kombo. Klappt irgendwie fast immer. Gucken, er schießt nochmal. Geblockt. Zieht so natürlich sehr wenig. Vor allem bei der Rüstung, die ich jetzt anhab. Okay, ich nehme mal hier die Rüstung. Die Rüstung sage ich schon, das Essen ein bisschen mit. Okay, sonst noch was? Ich glaube nicht. Ne. 187 Blöcke. Ist er in der Mitte? Wahrscheinlich, oder? Sieht so aus. Okay, die sind beide da, die kämpfen jetzt miteinander. Glaube ich. Oder sie teamen natürlich. Geht auch. Oder sind die doch nicht am Spawn? Ah, ne, doch, da. Ah, schade, er hat ihn gekillt. Jetzt staube ich natürlich ab. Ich habe noch zwei Instant Health Pots. Wenn er jetzt nicht einen Instant Damage 2 Pot mit genau ins Gesicht wirft, dann sollte es das eigentlich gewesen sein. Ich kann auch nicht mehr regen jetzt. Sieben Pfeile habe ich auch noch. Ja. Gut, 8 Kills. Krass. GG. War auf jeden Fall eine ordentliche Runde. Ja, gut. Feuerkugeln habe ich auch noch gehabt. Egal. Dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.